Fintech steht für Financial Technology. Das ist der Gedanke, dass man viele der üblichen Finanzdienstleistungen oder auch ganz neue, die es noch gar nicht gibt, darstellen kann durch Software und Technologie. Also anstatt Papiere auszufüllen, zu unterschreiben und durch die Gegend zu schicken, macht man das Ganze online, beispielsweise die Registrierung, beispielsweise die Identifikation, der gesamte Prozess, alles was Aufträge betrifft, alles was Kredite betrifft, dass das rein online abgewickelt wird, ohne dass Menschen oder physische Güter tatsächlich involviert werden. Und das erlaubt eine extreme Effizienzsteigerung und Geschäftskonzepte, die vorher nicht möglich waren. Ich denke, die jungen Menschen wollen sich heutzutage, und Ausnahmen bestätigen die Regel, aber so wenig wie nötig mit Banken und mit Banking beschäftigen. Die Grundbedürfnisse nach einem Konto, nach einer Überweisung, nach einem Kredit bleiben aber ja bestehen. Das heißt, die Kunst wird darin liegen, sozusagen den Zugang zu diesen Produkten oder Dienstleistungen so einfach, so bequem und auch so kostengünstig wie möglich zu machen, um die jungen Leute wirklich zu begeistern und an sich zu binden. In 2014 allein gab es ungefähr 200 Millionen. Das war schon 4-5-fach von was in die letzten 3 Jahren investiert war. So, das ist natürlich eine sehr, sehr starke Entwicklung von der Fintech-Szene sozusagen, weil es die Fintech-Szene oder die Startup-Szene lebt nur nach diesen Finanzierungsrunde. Das Besondere an Fintech aus regulatorischer Sicht ist, dass die Fintechs meistens gar nicht in der Lage sind, von der Größe her und von ihren Gesamtvoraussetzungen, zum Beispiel muss es einen Geschäftsleiter geben, der den BaFin-Kriterien für eine Geschäftsleitung genügt. Das haben die nicht. Deshalb ist es für Fintechs relativ schwer, im regulierten Bereich tätig zu werden. Warmo Finanz AG sitzt hier in Frankfurt und ist eine Online-Plattform für ganz einfache Anlage am Kapitalmarkt. Wir machen Factoring für selbstständige und kleine und mittlere Unternehmen. Wir sind ein Online-Riester-Anbieter. Wir bieten als IDNOW elektronische Identifizierungen an und elektronische Unterschriften. Es war sehr spannend. Ich fand es toll, dass so viele Unternehmen auch da waren, also nicht nur Frankfurt, sondern aus ganz Deutschland. Fand das Konzept sehr gut, fand auch das Publikum sehr spannend, weil sehr viele Fragen kamen, sehr engagiert, sehr interessiert. Ich fand es gut, hier vor so einer großen Runde in dem Kreis unser Produkt, unsere Firma vorstellen zu können. Und fand es spannende Diskussionen und freue mich auf ein nächstes Event. Es war eine richtig runde Veranstaltung, von der man nur sagen kann, dass es gut war, dass die Diskussion zwischen den innovativen Fintech-Unternehmen auf der einen Seite, den Bankern auf der anderen Seite, aber auch der Serviceindustrie rundherum, nennen wir Anwälte, nennen wir Technologieunternehmen, in Gang gekommen ist. Weil am Ende des Tages, und das haben wir, glaube ich, heute sehr schön herausgearbeitet, Win-Win-Potenziale bestehen. Ich fand beide Aspekte wichtig, also dass Spezialisten, die nicht selbst Fintech-Anbieter sind, ihre Meinung, ihre Anregungen dazu bringen, also wie zum Beispiel die Unternehmensberater und Anwälte und gleichzeitig auch Leute, die selbst als Fintech-Unternehmer tätig sind. Es geht darum, erstmal dass die Gesamtheit deutsche Finanzindustrie ein Stück weit auf eine neue Stufe zu heben. Und wer da woran arbeitet, ist am Ende, allein schon dadurch, dass wir alle keine Banklizenzen haben, wir Fintechs, und die auch vielleicht gar nicht so dringend brauchen, glaube ich, kommen wir da sicher ganz gut voran. Weil ich denke, das ist einer der Märkte, der am nächsten umgekrempelt wird. Und deshalb ist es wichtig, als Verband auch daran teilzunehmen und das aktiv auch zu unterstützen und zu verändern zu wollen.